Herzlich willkommen bei Momento Temporis Light from the Deep. Ein Spielchen, das ich auch zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und jetzt bin ich extrem gespannt, was mich hier erwartet. Ein schöner 2D-Pixel-Art-Side-Scroller oder was? So sah es zumindest in der Vorschau aus. Ich bin gespannt. Ich liebe solche Spiele. Ich hoffe, dieses Spiel kann mich überzeugen. Ein kleiner Junge liegt auf einem grasbewachsenen Hügel und träumt. Die Haare sind lang. Das Gesicht ist komisch und er heißt Hanya. Und er sagt, what happened? Was ist passiert? Ich kann mir die Augen zuhalten. Ich kann mich nicht erinnern. Ich sollte versuchen, jemanden zu finden, den ich fragen kann. Schlagen. Treten. Augen zuhalten. Der kleine Androgyn muss sich jetzt auf den Weg machen, um jemanden zu finden, der ihr hilft. Die Haare wehen im Wind und hier ist ein Schild. Fäuste erzielen Resultate. Oh! Haha! Den ersten getötet im Spiel. Sehr gut, sehr gut. So mag ich's. Ich kann natürlich gegen diese Steinmauer klopfen und es tut. Passiert sich nichts. Passiert sich nichts. Passiert sich nichts. Sich nichts. Einige Dinge können aktiviert werden. Ein Schalter zum Beispiel. Damit öffnet sich dieses Steintor da oben. Gespeichert. Ah, sehr gut. Speichern ist immer gut. Blockieren funktioniert gegen viele Dinge. Blockiert, 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 du Arsch! Denk dran, du kontrollierst, wie hoch du springen willst. Ach echt? Ah, krass. Ups. Hui. Und runtergefallen. Ja, so soll es sein. Au. Oh. Der Mädchenjunge kann nicht schwimmen. Ah! Hinüber. Ups. Wichser! Ich bin fast tot, Leute. Ah, ich habe eben was irgendwas von Inventar gelesen. Guck mal, ich blute. Mir läuft das Blut aus dem Kopf. Oh! Ah! Ich dachte, das wäre ein netter Kerl. Ich sollte mich also ein bisschen geschickter anstellen bei den Kämpfen. Fuck! Da ist dieser Bastard wieder. Ich bin voll der Killer. Ich bin voll der Mörder. Musik ist verschwunden. Was heißt das? Gibt's jetzt einen dicken Gegner, der auf mich wartet, oder was? Ein Bossgegner? Das wäre natürlich nicht schlecht. Hier oben eine Truhe. Wie wunderschön. Potions can be of great aid. Open your inventory to use them. Eben war es noch auf Deutsch. Egal. Artefakt. Es pulsiert mit irgendeiner Form von Energie. Oh, fuck you! Ah, das ist der Artefaktwächter. Muss ich mal gerade hier checken, wie ich das mache. Komm, Artefaktwächter, ich mach dich platt. Eins zu null für mich. Oh, ah! Ah! Seid ihr bescheuert? Direkt zu dritt gegen mich, was? Ja, das ist ja wirklich sehr, sehr fair. Legt euch nicht mit mir an, ihr roten Idioten.
Haha, ihr habt mich noch nicht einmal getroffen, Leute. Besiegt. Geschafft. Easy. For me. Yes, baby. Okay, ich habe ein Artefakt. Und was ist nun? Wir kommen weiter in die Tiefe. Und hier kann ich speichern. Ich frage mich, ob sich hier unten Leute verstecken. Einfach nur krass. Krasser Wurm! Du bist so hässlich! Du auch! Einfach mal eiskalt abserviert, die Jungs. Spiele ich das Spiel schon eine ganze Weile? Kann mich das Spiel überzeugen bisher? Ich weiß es nicht. Bisher ist es noch nicht irgendwie aufregender oder besser als andere Spiele. Wow, fuck you! Ah, ich kann ja auch auf die drauf hüpfen. Wie bei Good Old Mario. Autsch! Ich werde jetzt auch gar nicht mehr besiegen, weil irgendwie so richtig viel bringt es mir nicht. Level könnten ein bisschen abwechslungsreicher sein, muss ich sagen. Uiuiui, was haben wir da hinten? Was bist du denn für einer? Möchte gern. Ein Hase mit einem Schwert oder was? Auf jeden Fall guckst du mal echt angefressen. Wow! Voll der Mörder! Ha! Ah. Leck mich! Ah, du Arschloch! Boah! Der geht aber hart dran, du! Und hat mich gekillt! Du bist gestorben. Ja, Leute. Das war ein kurzer Einblick in Memento Temporis Light from the Deep. Gibt's auch auf Steam, auf diesem Steam-Kanal zu kaufen. Guckt's euch mal an, behaltet es im Auge oder kauft's euch. Leute, die auf krasse Jump'n'Run-Action stehen, sind hier sicherlich gut bedient. Kann mir gut vorstellen, dass hier noch ein paar schöne Gegner kommen und es ist auch gar nicht mal so leicht. Am besten spielt ihr es, wenn ihr es spielt, mit einem Gamepad, mit der Tastatur ist es nicht so cool. Gamepad ist, glaube ich, besser, falls Gamepad überhaupt dafür unterstützt wird. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, ciao.